Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Wir haben das Video von der Schaf gesehen. Es ist ja nicht Zufall, dass wir das Video von der Schaf gesehen haben. Und wir möchten heute Morgen zusammen eintauchen im Johannesevangelium in Kapitel 10. Und wenn wir dort reintauchen und die Verse studieren, kommen wir an das Bild, das wir vorhin im Video gesehen haben, ganz, ganz nach. Und heute Morgen möchte ich mit euch ein bisschen darüber reden, über Gott spricht, um zu führen. Also Gott redet zu uns, weil er uns möchte führen. Gott redet aus ganz verschiedenen Gründen zu uns. Um zu führen, ist einfach ein Element. Und das ist das Element, das wir heute Morgen miteinander ein bisschen anschauen wollen. Wir nehmen die Bibel mal vor, wir gehen mal in das Kapitel 10 vom Johannesevangelium. Die Bibel haben, schlösst sich gerade auf. Wir gehen durch ein paar Verse der durch und ich möchte die als erstes mal vorlesen. Ich fange mal an beim Vers 3, 3b. Ich lese den gerade laut vor, Vers 4 und nachher bis und mit Vers 5. Wenn er, und hier redet Jesus über sich selber, wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und jetzt gehen wir mal noch in Vers 27. Jesus nimmt den gleichen Gedanken dort in Vers 27 noch einmal auf und er hat es sogar noch verkürzt. Es ist sogar noch intensiver dort, wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also Jesus äußert hier einen ganz klaren Anspruch darauf, dass er uns möchte führen. Wir können uns fragen, ja, warum würden wir denn Jesus wirklich wollen nachfolgen? Ich meine, es könnte ja irgendeiner kommen und sagen, ich habe den Anspruch, jetzt euch hier zu führen. Oder? Und ich glaube, die Antwort liegt im Psalm 23. Und wir nehmen uns Zeit, am Morgen den Psalm 23 hier zusammen zu hören. Ich lese den noch einmal vor. Ich glaube, im Psalm 23 liegt die Antwort darauf, warum es sinnvoll ist, Jesus als Hirte zu anerkennen. Ich lese da, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf dem rechten Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Was ist das für ein gewaltiges Versprechen, das Jesus hier macht? Er sagt uns in diesem Bild, er ist der Hirte. Und wir haben gehört, was der Hirte für uns macht. Er versorgt uns, er deckt uns den Tisch, er tut uns überschütten mit all dem, was wir brauchen. Er hilft uns in Notsituationen, über Situationen, wo wir selber vielleicht gar nicht mehr aus diesem Loch rauskommen. Der streckt er seine Hand aus. Ich glaube, es gibt wohl kaum ein schöneres Bild in der Bibel, wenn wir über Hirten reden. Wenn Jesus sagt, ich bin der Hirte und das ist das, was ich euch gerne möchte weitergeben. In der Vorbereitung auf diesen Text, ich habe den Text vielmals gelesen, ein paar Mal gelesen, sind mir drei Wörter besonders aufgefallen. Und diese Wörter möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen anschauen. Die Wörter sind hören, die Wörter sind kennen und das letzte Wort ist folgen. Ich habe meine Tochter, die Lena,
gebeten, dass sie mal in diesem ganzen Kapitel alle die Wörter zählt. Wie manchmal es vorkommt. Weil ich glaube, wenn man es so liest, irgendwann dreht es einem fast ein bisschen im Kreis. Hören und folgen und kennen und hören und folgen und kennen. Und Lena hat die Wörter gezählt. In diesen 30 Versen, wo Jesus hier drinnen darüber redet, kommen eins von diesen Wörtern, also kommen die Wörter zusammen 15 Mal vor. Also in jedem zweiten Satz. Wenn ihr das auch in der Schule miecht, würde ich auch die Lehrerin das anstreichen und sagen, sie hat sich ein bisschen viel die gleichen Wörter verwendet. Wenn ihr das ganze Kapitel leset und darüber nachdenkt oder versucht herauszufinden, was ist der Kern, wo Jesus hier macht, dann könnt ihr, je nachdem wie ihr es zählt, sagt Jesus 3 oder 4 Mal genau das Gleiche. Er sagt jedes Mal etwas zum Hören, Kennen und Folgen. Einfach immer in einer anderen Konstellation. Und ich glaube, was Jesus hier macht, ist, er will ganz deutlich machen, was es heisst, wenn er uns führen will. Und in das wollen wir ein gleiches Doch. Wir lesen auch, dass die das gehört haben, Jesus hat ja zu diesen Leuten geredet, wir lesen auch, dass sie das Beispiel nicht verstanden haben. Ja, obwohl die Schafe ja dann sicher viel präsenter waren als heute und der Hirte, aber sie haben das irgendwie nicht verstanden. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Jesus das so manchmal sagt, dass wir die Chance haben, zu verstehen, was Jesus hier möchte sagen. Und ich habe die 3 Wörter mal mitgenommen. Ich hänge jetzt mal das erste auf und wir wollen mal ins erste Wort ein bisschen eintauchen hier. Und mal schauen, was das Wort uns sagt, also was die Bibel uns sagt, zum Thema Hören. Gut, wir gehen noch einmal in Vers 27. Johannes, Evangelium 10, Vers 27. Und dort steht im ersten Satz, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist nicht meine Schafe können vielleicht meine Stimme hören. Es heisst doch nicht, mein Schaf, der Pfarrer, kann meine Stimme hören. Oder mein Schaf, der Superheilige, kann meine Stimme hören. Es heisst, meine Schafe hören meine Stimme. Also das ist ein Versprechen von Gott. Das können wir noch fragen, ja, wer sind denn die Schafe? Und Jesus macht das hier in diesem Kapitel auch klar. Ich bin sicher, die haben ihn dann noch gefragt. Er hat gesagt, wer ist denn die Schafe? Und wenn wir hier ins Kapitel reingehen, wenn wir da im Vers 9 noch reinschauen, dann sagt Jesus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also Jesus macht in diesem Zusammenhang klar, wer durch die Tür, wer durch ihn in den Schafstall reinkommt, wer durch ihn zu dieser Herde gehört, der gehört zu ihm. Der ist ein Schaf von ihm. Und wenn wir das verbinden miteinander, dann merken wir plötzlich, dass alle Leute, die Jesus aufgenommen haben, die Möglichkeit haben, seine Stimme zu hören. Und für mich ist das eine riesige Entlastung. Ich habe das vor vielleicht 3, 4 Jahren habe ich das erst wirklich realisiert, dass ich seine Stimme immer hören kann. Es ist nicht manchmal hören. Wenn Gott mir etwas sagen will, dann höre ich die Stimme. Gott macht die Zusage und sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich glaube, da müssen wir wieder reinkommen, in das Verständnis, in das Selbstbewusstsein, in das Selbstvertrauen, dass ich Gottes Stimme hören kann. Das ist nicht etwas, das ein paar speziellen Leuten vorenthalten ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Jeder von uns kann Gott hören. Und ich kann mich gut erinnern, als ich das erkannt habe. Ich glaube, das ist doch eine Freude und Entlastung. Das nimmt so viel Druck weg, wenn ich plötzlich weiss, Gott redet zu mir. Und wenn ich nicht genau weiss, wo mein Weg sich heran entwickelt, dann kann ich ruhig werden. Und ich sage, Gott wird zu mir reden. Gott wird im richtigen Moment zu mir reden. Und ich muss nicht irgendwelche komischen Verrenkungen machen, um das zu gehen. Also wie fantastisch ist das? Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, wo wir vorhin gelesen haben, wo ein Hirte ist, wie wir es gehört haben, das ist der Gott, der zu uns direkt redet. Gut, jetzt wollen wir das zweite Wort anschauen, das ich vorhin gesagt habe. Das zweite Wort ist kennen. Hänge das da mal auch noch auf. So, wunderbar. Gut, also meine Schafe
kennen meine Stimme. Und wir nehmen da auch wieder das Wort für, um zu schauen, wie das hier drin steht. Johannes 10, Kapitel 4. Johannes Kapitel 10, Vers 4. Steht im letzten Teil, sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Eine Stimme zu erkennen oder jemandem seine Stimme zu kennen, das hat etwas, und das hat der Simon mir vorhin gefragt, das hat etwas damit zu tun, dass ich muss lernen, eine Stimme zu erkennen. Wir haben es vorher im Video auch gesehen. Also ich kann nicht einfach hergehen und dann ein Schaf rufen und die Schafe machen dann das, was ich will. Sondern die Schafe müssen lernen, zu verstehen, dass die Stimme, die sie jetzt hören, dass das der Dennis Ebersold ihre Stimme ist und dass sie dieser Stimme vertrauen können. Also es hat etwas damit zu tun, dass das, was ich höre, irgendwo einsinkt in mein Herz, dass ich Sinn machen kann aus dem, was Gott mir gesagt hat. Jetzt ist die Frage natürlich, ja, warum ist denn das Kennen so essentiell? Warum muss ich denn wissen, was Gottes Stimme ist oder welche Stimme von Gott ist? Und wir lesen das hier auch in diesem Kapitel, das ist so reich, das Kapitel an diesen Elementen drin. Und wir lesen das hier auch noch. Wir gehen in Vers 10 rein. Die, die es haben, lesen es nachher. Der Dieb, der Vers fällt da, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und so weiter. Und nachher gibt es noch andere, die dort rum sind. Da gibt es noch Vers 13. Das ist der Mann, einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Also wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, dann merken wir, dass um den Stall herum, um die Schafherden herum, da hat es andere Leute, da hat es andere Stimmen. Da hat es Diebe, da hat es Räuber, da hat es Taglöhner. Die versuchen alle auch irgendwie mit diesen Schafen wegzugehen. Zu gehen. Der eine geht durch das Hintertürchen und versucht, zwei Schafe rauszuziehen. Der andere sucht vielleicht von der anderen Seite vom Zaun zu rufen. Wenn wir dem ein bisschen Raum geben, dem Gedanken, dann merken wir plötzlich, wie viele unterschiedliche Stimmen wir hören. Und dass es gar nicht so einfach ist, Gottes Stimme zu hören. Vielleicht hast du eine Stimme in dir drin. Eine Gefühlsstimme. Die relativ stark ist. Und wenn Gott dir etwas möchte sagen, ist immer ein Problem, dass die Gefühle und alles, das, was sonst noch ist, und dir persönlich und so weiter, dass das plötzlich sehr viel Raum einnehmen kann. Und plötzlich bist du nicht mehr sicher. Ist das Gottes Stimme? Ist das mein Gefühl? Oder ist das irgendetwas anderes? Versucht irgendjemand anderes mir hier etwas zu sagen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das habe ich vorhin schon ein bisschen gesagt in der Einleitung, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, welches ist Gottes Stimme. Und das können wir indem wir mit Gott Zeit verbringen. Dennis verbringt Zeit mit ihren Schafen, damit sie wissen, die Schafe, dass das Dennis ist. Und wie können wir das machen? Wir können die Bibel lesen. Wir können Zeit mit Gott verbringen. Wir können anfangen lernen, mit Gott zusammen unterwegs sein. Und wir können mehr und mehr anfangen lernen, seine Stimme zu erkennen. Und Sinn zu machen aus dem, was er von uns möchte. Jetzt möchte ich noch ins dritte Wort eingehen. Das dritte Wort ist folgen. Wo wir da immer wieder lesen. So. Also, Jesus sagt nicht nur hören, Jesus sagt nicht nur kennen, sondern Jesus sagt auch folgen. Und das sehen wir auch wieder in diesem Vers 4. Wenn er an alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er von ihnen her und sie folgen ihm. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video gesehen habt. Dennis ist der Schaf vorab gerannt. Ich habe das Video ein paar Mal geschaut in der Vorbereitung. Dennis ist der Schaf vorab gerannt. Und in einem kleinen Ausschnitt hat man gesehen, wie ein Schaf abzweigt ist vor dem Haus und wieder ist zurückgekommen und zurückgerannt ist. Und ich glaube, das ist genau das Bild, das ich möchte brauchen, wenn wir hier unterwegs sind mit Jesus. Also der Hirt läuft vorab, die Schafe folgen dem Hirt. Und es macht absolut keinen Sinn für ein Schaf, irgendjemand anders herzugehen, als dort, wo der Hirt sagt, er will hergehen. Wir machen wieder die Verbindung zum Psalm 23, zu unserem persönlichen Leben. Ein Hirt, der all das gibt, was im Psalm 23 zur Verfügung steht. Warum haben wir das Gefühl,
auf dem Weg Jesus hinterher, mache ich noch schnell eine Abzweigung und frisse noch schnell den Grasbüschel da rechts oder den Grasbüschel da links. Oder ich habe das Gefühl, dort unter dem Stacheldraht sei es dann vielleicht noch ein bisschen besser. Das macht absolut keinen Sinn. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach, und wenn wir verstanden haben, was das heisst, was Jesus für uns will, dann ist das Beste, dass wir Jesus einfach folgen. Und etwas anderes ist mir auch spannend gedacht. Dennis, im Video vorhin, die hat keinen Knebel gebraucht. Die hat die Schafe auch nicht angemögt. Das war kein Druck gewesen. Da hat niemand gesagt, du Schaf, und jetzt komm, und jetzt endlich, und ich nehme die an den Hörner und schreisse die hinter mir her. Nein. Die hat ihre speziellen Töne gemacht und die Schafe hat gecheckt, aha, jetzt geht es dort durch und schritt, all hinten nachher. Und ich glaube, dort, wo die uns herausfordern, haben wir gern das Gefühl, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir hätten dann noch einen besseren Plan. Oder es sei doch noch besser, wenn wir jeden anderen Weg noch gehen. Oder wenn wir sonst irgendwie das Gefühl haben, dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Und ich glaube, ich möchte uns herausfordern, und ich komme dann zu einem Beispiel, wo ich das euch ein bisschen zeigen möchte. Ich möchte uns herausfordern, dass wir Jesus folgen, dass das, was er uns sagt, wenn wir ihn hören, wenn wir es erkannt haben, verstanden haben, dass wir ihm nachher auch folgen. Und ich möchte ein Beispiel bringen aus unserem eigenen Leben, aus unserem Familienleben. Wir haben vor vielleicht zwei, drei Jahren den Eindruck gehabt, dass Gott uns sagt, wir sollten mehr da sein für unser Quartier. Wir wohnen in einem wunderbaren Quartier, aber wir sind dort in diesem Haus und sehr beschäftigt und ja, viel los mit den Kindern und so weiter. Und wir haben gemerkt, Gott will uns sagen, hey, das sind ganz viele Leute in diesem Quartier, wo du gar keine Beziehung hast. Du kennst die gar nicht. Es ist deine Aufgabe, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Dann könnt ihr vorstellen, was passiert ist, oder? Dann kommen 100'000 Stimmen. Ich habe doch keine Zeit, ich arbeite so viel und wir haben Kinder und die müssen doch überall her und am Sonntag sind wir beschäftigt und hier haben wir das los und hier ist eins los. Und der drinnen rauszufiltern und zu verstehen, dass Gott sagt, nein, ich will, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich will, dass ihr mit diesen Leuten Zeit verbringt. Und ich habe Leute vorbereitet für euch. Und ich will, dass ihr hergeht und mit diesen Leuten weggeht. Hat ein bisschen seine Zeit gebraucht, bis wir das alles zusammen können verarbeiten konnten und bis wir uns beschlossen haben, jetzt auf den Weg zu machen und den Weg vorwärts zu gehen. Und wir waren mit diesen Menschen unterwegs. Übrigens meine ganze Familie, also meine Kinder haben Menschen, die mit ihnen unterwegs sind. Wir reden am Tisch über die Sachen. Wir wollen, dass die Kinder verstehen, dass Gott für sie Leute vorbereitet hat. Und letzten Sonntag haben wir nachher gesagt, oder haben wir den Eindruck gehabt, jetzt ist der Ort, das ist schon ein bisschen früh passiert, wir mussten es natürlich vorplanen, haben wir gemerkt gehabt, dass Gott sagt, jetzt lass die Leute einmal ein, bring die Leute einmal zusammen. Ich will Vernetzungen herstellen. Ich will mit diesen Leuten einen Weg gehen. Und wir haben letzten Sonntag nachher die Leute eingeladen, das war ein grosser Schritt für mich, ich habe den Sonntag gerne ruhig und alleine. Ich brauche nicht so viele Leute am Sonntagnachmittag. Und wir haben gesagt, wir laden die Leute ein, innerhalb von einem halben Tag haben alle vier Familien, die wir eingeladen haben zugesagt. Haben gesagt, selbstverständlich, wir kommen. Es war eine Familie drungen, die wir nicht mal gekannt haben. Die Leute sind auch gekommen. Wir haben Leute aus der Gemeinde raus, dazu genommen, wo wir das Gefühl hatten, die müssen uns helfen, die Last ein bisschen zu tragen, weil wir das nicht alles alleine können. Und so haben wir letzten Sonntag nachher haben wir gesagt, liebe Leute, ihr könnt kommen, 9:30 bis 12. Und dann hat der Jakob genug. Er längt es. Die Leute sind gekommen, wunderbare Zeit gewesen. 11:30 ist der eine oder andere so ein bisschen aufgestanden. Und die anderen sind gemütlich hocken geblieben. 10:30 habe ich Derek angeschaut, so ein bisschen quer über den Tisch. Und dann haben wir Schultern gezuckt. Etwa 13:00 hat er erst nachher sein Fleisch vorgenommen. Und dann habe ich den Grill angelassen. Und dann haben wir grillen noch und zum Mittagessen zusammen. Und der letzte ist irgendwie zwischen 3:30 und 4:30 gegangen. Was ich euch sagen will, ist, Gott hat etwas vorbereitet für uns. Gott will mit uns einen Weg gehen. Wir haben beschlossen, auf Gott zu hören. Wir haben versucht, zu verstehen, zu erkennen, mitzunehmen, was Gott will. Und wir haben gesagt, wir wollen dem folgen. Und was ich von tiefstem Herzen überzeugt bin, ist, dass es nicht wichtig ist, wie genau dass wir Gott hören, kennen und folgen. Wenn Gott zu dir redet, ist das ein Lebensstil, wo ich möchte, dass wir verstehen, dass Gott zu uns redet und dass wir das tun.
Und für uns stimmt es jetzt, dass wir am Sonntagmorgen so einen Brunch machen können. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich habe Gott noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber was ich weiß, dass Gott zu jedem von euch, zu jedem von uns redet. Und was ich möchte mitgeben möchte, ist, macht das zu einem Lebensstil. Wenn euer Veloclub dort ist, wo Gott zu euch redet und sagt, da möchte ich, dass ihr etwas macht, dann sagt dem Veloclub, ist gleich, wie ihr es heisst, Veloclub bei den Leuten, Gott bei den Leuten, was auch immer ihr sagt, das ist egal. Wenn Gott in eurer Nachbarschaft sagt, schreib dem ein Kärtchen, in aller Stille, du musst nicht mal mit dem reden, schreib ihm ein Kärtchen, lass ihm in den Briefkasten. Dann macht das. Dann ist das genau das, was Gott hier sagt. Ich rede zu dir. Folg mir nachher, mach Sinn und tu das, was ich dir sage. Und ich glaube, daher möchte ich mit euch kommen. Ich möchte hier ein Wrap-up machen, eine Zusammenfassung machen, am Schluss noch einmal sagen, wenn du noch nicht weißt, ob du Gottes Stimme hörst, wenn du nicht sicher bist, ob du zu einer Schafherde gehörst, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Mach es klar. Geh durch die Tür. Such dir jemanden, den du weißt, der irgendwo unterwegs ist mit Gott und sag, wie kann ich zu dieser Schafherde gehören? Weil erst dann kannst du die Stimme anfangen hören. Dann kannst du sicher sein, dass Gott zu dir redet. Jetzt, wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist und sagst, ja, hören, kein Problem, tipptopp, dann würde ich dich ermutigen, fang an dran zu arbeiten, die Stimme, die du hörst, Gottes Stimme zu hören, mit der Bibel abzugleichen, versuch zu verstehen, was Gott dir sagen will. Und wenn du zu dieser Kategorie gehörst, wo du sagst, ich höre Gott, no Stress, ich habe genau verstanden, was Gott will, dann würde ich dich noch herausfordern und sagen, tust du ja das, was Gott dir sagt? Oder ist dann manchmal ein bisschen zu bequem und zu schwierig oder zu speziell? Nein, ermutige dich. Dann verlass deine Komfortzone. Und dann will Jesus mit dir weggehen. Dann will er dich vielleicht auf eine neue Welt, mit neuem Gras, mit frischem Gras, mit neuem Wasser führen. Und dann will er nicht, dass du unterwegs diesen Grasbüschel und diesen Grasbüschel noch frissst. Dann will er dich wirklich ermutigen, dass du sagst, ja genau, jetzt gehe ich mit Jesus auf den Weg. Amen.